Bisher bei Resident Evil Revelations. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon Mocky Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ah, ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil Revelations in einer neuen Aufnahmesession in der Episode 5, gelüftete Geheimnisse. Und diesmal spielen wir Keith und wie hieß der andere nochmal? Ich weiß es nicht. Wir müssen nämlich zum Flughafen zurückkehren, quasi zu dieser Absturzstelle und herausfinden, was es mit Redwar auf sich hat und was eigentlich los ist. Das gefällt mir auch nicht so gut, dass wir jetzt die beiden spielen, aber es vorerst nicht mehr so viele Wechselungen geben. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkon in Mocky Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So, du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, gehen wir. Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert. Pass auf, wo du hintrittst. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Wir spielen Grinder. Wir müssen das Versteck von Redwar untersuchen hier am Flugfeld. Wir spielen also quasi die zwei Nerds. Kann man so sagen. Und müssen herausfinden, was Redwar hier so getrieben hat. Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. Na dann. Oh, jetzt liegt da was. Schraubenzieher hat er wohl verloren, als er gegen die Tonne geknallt ist. Nehmen wir natürlich mit. Kann man hier was lesen? Nein. Dann gehen wir mal weiter. Und erkunden alles so Step by Step. Oh, Blut. Sehr viel Blut. Meistens hat das nichts Gutes zu bedeuten. Ah, und hier können wir den Schraubenzieher so gleich doch mal so nutzen. Müssen wir wieder was überbrücken. Was aber kein großes Problem darstellen wird. Das da muss weg. So. So rum. Und jetzt da rein. Oh, ein Überwachungsraum, so wie mir scheint. Wo auch noch was versteckt ist. MG-Munition, Handgranate, nehmen wir da alles mit. Und was haben wir hier? Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen.
Hat funktioniert. Die Überwachungskamera hat was. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das etwa Ventro oder was? Wow, hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Oh! Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Sieht ganz danach aus. Wow! Was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Das hat bestimmt wehgetan. Das sind echte Horroraufnahmen. Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? Verlorenen Gegenstand suchen. Also wir haben es hier mit Huntern zu tun und mit unsichtbaren Wesen, die ziemlich brutal sind. Und wir müssen jetzt auch noch dahin. Und das ist der Raum auch noch. Hey, das ist der Raum vom Überwachungsband. Das ist gar nicht prickelnd. Hier haben wir ein bisschen ein paar Gegenstände, die verloren schienen. Beziehungsweise unentdeckt. Eins, was haben wir denn hier? Etwas zu lesen, ich freue mich. Scheinbar ein Teil eines Manifests. So leid es mir tut, das Schicksal nimmt ohne unseren Zutun seinen Lauf. Es ist der Wille einer höheren Macht. Die Unreinen werden nicht verflucht. Es ist ihr Schicksal, von den Reißzähnen der Bluthunde zerfetzt zu werden. Ich kann für die Opfer dieser Welt kein Mitleid empfinden, denn sie selbst sind es, die sie so geschaffen haben. Und dieselbe Welt hat diesem Hund seinen Biss genommen. Ich heule nicht mehr, ich schärfe meine Reißzähne, ich brülle nicht mehr, ich schärfe meine Krallen. Alle unsere Kameraden warten auf die Zeit, wenn sie sich für die Sache opfern können. Nur die Jagdhunde haben einen höheren Zweck. Nur sie können die Welt reinigen. Wir jagen nicht alleine, wir jagen im Rudel. Wir sind Reltor. Earl Brinvico. Okay, das war also das Manifest von Reltor, ihrer kranken Organisation. Ist das jetzt das, was er verloren hatte? Nee, das ist MG-Munition. Das ist das, was er verloren hatte. Ein Chip-Schlüssel. Da haben wir noch Handgranaten. Das ist ein Chipschlüssel. Ich kann das Masternetzwerk des Bordcomputers knacken, wenn ich den PEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Ja, was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Granaten konnten wir leider nicht nehmen. Das Level war ziemlich langweilig. 100% Treffsicherheit, kein Tod. Ist ja auch klar, wir hatten keinen Gegner. 3 Minuten haben wir gebraucht. Ja, schnell verdientes S haben wir dafür bekommen. Das nehmen wir doch herzlich an. Und dann gehen wir direkt los zur nächsten Mission. Mal ein Kapitel, beziehungsweise eine Episode in einer Folge. Gefällt mir sehr. Dieses Geräusch da. Wasser. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Okay. Wir hatten nicht mehr viel Munition, das weiß ich noch. Das sehen wir auch gerade. Es gibt hier zwei
Türen. Da hinten brauchen wir eine Schlüsselkarte für, wie es aussieht. Ja, da kommen wir so nicht dran vorbei. Hier ist zwar eine Luke, ein Tor, aber da können wir nichts dran machen. Ach, da ist ein Handabdruck. Ja, den nehmen wir doch mit. Haben wir denn... Ne, sonst können wir daran nichts lesen oder so. Wir müssen also weitergehen. Und hier ist das Wasser. Wo ist das Leck? Seid verdammt, Weltraum. Wollt ihr das Schiff mit eurem neuen Virus versenken? Na super. Jetzt sind wir auf einem sinkenden Schiff. Und schwimmen hier die Pampa entlang. Ja, naja. Momentan steht uns das ja nur bis zur Hüfte. Aber es wird wohl nicht lange so bleiben. Achtung, der Kehlraum wird geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Das ist unser nächstes Ziel. Ich muss den Maschinenraum finden. Okay. Da haben wir noch etwas. Ist hier eventuell noch etwas? Nein. Dann, naja, mitgenommen ist zwar nicht sehr viel, aber immerhin etwas. Ich glaube, wir sollten jetzt mal so langsam die Waffe wechseln. Wir nehmen die gute Pistole mit und legen das Maschinengewehr weg, würde ich mal sagen. Auch wenn wir da 36 Schuss für haben, aber wir wissen ja selber, wie schnell die verbraucht sind. Und dann nehmen wir aus dem... Ach, das Maschinengewehr hat gar nichts. Ja komm, dann regt das Maschinengewehr noch Feuer. Ach, kann das ja gar nicht nehmen. Gut, dann halt nicht. Hier haben wir wenigstens noch ein bisschen Munition für. Ah, Kisten. Schrotgewehr-Muni. Ist immer gut. Bisher sind wir noch alleine. Ich sagte bisher. Das Wasser steigt. Los, uns bleibt keine Zeit. Was war das? Da ist ein Vieh im Wasser. Na super. Nicht alleine im Wasser. Aber wie viel hält das denn aus? Der da kann schwimmen. Ich würde dem Wasser fernbleiben. Das ist jetzt super. Sind wir hier auch nicht alleine im Wasser. Vor allem sagt er noch so schlau, wir sollten dem Wasser fernbleiben. Witzig, wenn der einzige Weg hier durch Wasser führt. Vielleicht wird die Sniper helfen, wenn wir nochmal so ein Vieh sehen. Da kommen wir momentan nicht lang, da strömt Gas oder heißer Dampf oder heißes Wasser raus, wie auch immer. Und da können wir nicht lang. Hier sind wir momentan trocken, aber wir müssen die Pflanze da sammeln. Nehmen wir doch gerne mit, sonst war es das hier. Und sonst haben wir hier auch nichts weiter. Gut. Dann ziehen wir weiter. Oh! Das Vieh habe ich jetzt gar nicht... Das sind also zwei, verdammter Mist. Dann gehen wir erstmal hier hinten in die Ecke. Ah, das Gewehr ist sehr gut gegen die. Wie mir scheint. Puh. Zwei Wege. Wir gehen jetzt erstmal diesen Weg hier. Der andere führte, glaube ich, nach oben, aber wir gehen mal weiter durch. Okay, da kommen wir gar nicht weiter. Da ist wieder dieser Dampf. Spezialzubehör. Nehmen wir herzlich gerne mit. Sonst können wir hier auch nichts machen. Dann müssen wir jetzt den anderen Weg gehen, nach oben. Komm.
kommen wir mal ein bisschen ins Trockene. Sehr gut. Naja, Jill hat ja eh noch hier einen Neoprenanzug an und wird ja sowieso nicht nass. Wir haben den Maschinenraum gefunden. Ja. Dieses Gerät ermöglicht einen Neustart, aber es funktioniert nicht. Ja, aber klar. Warum denn nicht? Lass mich raten, Parker, der Wissenschaftsingenieur, wird das jetzt bereinigen. Was haben wir denn hier? Hier kann man den Dampf ausstellen. Naja, nicht ganz aus, aber jetzt können wir zumindest unten lang. Und da haben wir eine Notiz, ganz unauffällig. Wartungsbericht bezüglich Dampfleitungen. An das Wartungspersonal. Eine der Abdeckungen hat sich von den Leitungen am Kielraum gelöst und jetzt strömt Dampf aus. Der Dampf ist kochend heiß. Man muss sich also etwas einfallen lassen, um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nadel auf der Anzeige auf die richtige Buchstaben richten. Dadurch strömt der Dampf nicht mehr aus den Leitungen. Dies sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A, vor dem Frachtraum. B, Maschinenraum oben. C, Maschinenraum unten. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an einer Stelle abdreht, dafür an einer anderen Stelle austritt. Beobachtet dies, wenn ihr die Nadelposition verändert und die verschiedenen Bereiche nutzt. Ich kann mich da, glaube ich, noch entsinnen, wie das Ganze funktioniert. Und hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Mal sehen, ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Ja, ja. Wir müssen mal wieder latschen, während der Herr da rumsteht. Und das kennen wir ja schon aus Resident Evil 1. Das war ja Barry immer der Fall. Der konnte immer alles super gut lösen und Jill musste immer dumm rumlaufen. Das ist ja nichts Neues. Jetzt können wir jedenfalls hier lang. Da haben wir eine Karte, wie es mir scheint. Ja, Karte unteren Innenraum aufgenommen. Super. Oh, da ist ein Spezialzubehör, da will ich hin. Hä? Ach, da unten haben wir einen Gegner. Ach, die hatten wir doch schon mal im Casino. Hatten wir diese Viecher schon mal. Also kann man die dann auch leicht ausschalten. Gibt es hier zufälligerweise noch mehr Gegner? Momentan nicht. Aber vielleicht haben wir wieder diese Tauchviecher da. Na, das war jetzt sehr unklug von mir. Die gute Gewehrmunition für so ein Vieh drauf zu hauen. Wir gehen mal hier rein. Das ist eine Sackgasse. Oh, haben wir Egon. Nein, ich will nicht zündeln. Der lernt's aber auch nie, der Egon. Also vom Arschkrabscher umgestiegen zum Züngelmeister hier. So, einmal gescannt. Oh nein, jetzt haben wir eine Waffe hier rumliegen. Kann ich aber jetzt nicht mitnehmen, aber Spezialzubehör nehme ich mit. Ah, verdammt. Wir müssen erstmal die Waffe wechseln dann. Ich darf das hier nicht vergessen. Ah, das ist nur wieder so ein blöder Fisch. So. Boah, wie weit können die denn springen? Ich nutze mal die Heilung.
Sicher ist sicher. Sonst haben wir hier nichts weiter. Ich wusste es doch. Leider einmal daneben geschossen und sowieso einmal ein Gewehr Schuss verschwendet. Aber das ist jetzt nur halb so wild. Hier haben wir zwei Gänge. Wir müssen aber in den Raum nach vorne. Aber ich würde sagen, das und mehr machen wir erst in der nächsten Folge von Resident Evil Revelations. Denn wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Nämlich schon übermorgen. Und bis dahin. Tschüss.